Wie auch immer, ich finde sie toll und deshalb freue ich mich, dass sie hier ist. Hier ist Martina Brandl. So, hallo Saarland, was geht? Wie sieht es aus? Ich freue mich. Ich freue mich total, dass ich hier bin. Ich habe mich auch schon ein bisschen eingelebt wieder. Das Schöne ist ja im Saarland, ich verstehe euch alle. Das ist so schön, ich kann alles verstehen, was ihr sagt. Es ist, manchmal ist es, wenn man auf Tour ist, schwierig. Ich bin in Gegenden, da sprechen die Dialekte, da kommt es laufend zu Missverständnissen. Ja? Ich war in Bayern neulich und ich habe vorher ganz normal gefragt, Entschuldigung, wann gibt es denn einen Soundcheck? Und da sagt die Veranstalterin zu mir, wo ist wohl ein Soundcheck? Wir zahlen unsere Künstler in Bar. Ja, oder? Da guckt man erstmal ein bisschen komisch. Oder wenn sich Englisch mit Dialekt vermischt, das ist auch oft nicht einfach. Das hatte ich im Badischen schon mal. In Freiburg, gell, das singen die immer so. Das ist total positiv. Gell, das ist so schön. Und da habe ich so ein Mädchen belauscht, die sagte zu ihrer Freundin so, ah, nice T-Shirt. Und die andere so, nein, das ist kein nice, das ist schon alt. Das wäre auch super. Ja. Es ist wirklich so, manchmal verstehen sich die Menschen, die denselben Dialekt sprechen, untereinander gar nicht. Und ich muss sagen, das wirklich Allerschönste habe ich in Dresden gehört. Ich höre wirklich, wie so ein Mann original zu seiner Frau sagt, sag mal, hast du aber einen schönen Lippenstift? Ja, der ist ja auch von dir. Wie? Der ist doch nicht von mir. Nee, der ist ja auch nicht von dir, der ist von dir. Ja. Lippenstifte von Dior, jetzt auch erhältlich in Sachsen. Wahrscheinlich bei dieser Ostmesse, nehme ich an, da kriegt man die bestimmt. Leute, ich werde sehr, sehr oft gefragt, Martina, wieso gehst du als Frau auf eine Kabarettbühne? Ich sage, weil ich als Mann scheiße aussehe. Das ist eine Kackfrage, oder? Und die nächste Frage ist dann immer, wieso gibt es so wenig Frauen im Kabarett? Und das ist so eine Frage, die kann man super leicht beantworten. Schau mal, es ist doch so. 90% aller Frauen sitzen bereits in führenden Positionen von Politik und Wirtschaft. Ja, da bleiben keine übrig fürs Kabarett. Weißt du? Ja, wir können nicht überall sein. Die nächste sehr gern gestellte und auch ein bisschen dämliche Frage ist, wieso hast du keine Kinder? Und wenn ich dann sage, ja, ich weiß nicht, Ich habe halt nie den Wunsch nach Kindern verspürt. Dann sagen die jetzt immer, ja du Martina, in der heutigen Zeit, es ist noch nicht zu spät. Doch, es ist zu spät, verstehst du? Der Laden ist zu. Gut, mein Kumpel Robert sagt, ja, aber die Einrichtung ist doch noch da. Ich sag, ja, aber es kauft keiner mehr ein. Ja, wo kein Kundenverkehr ist, gibt es auch keine Warenausgabe. Dann sagt er natürlich, ja, vielleicht musst du mehr Werbung machen. Ich sag, die Männer in meinem Alter kaufen jetzt viel lieber im Internet ein, unter www.amazone.de. Alles Quatsch, sagt Robert, 50 ist das neue 40. Das ist auch so ein Kacksatz, oder? 50 ist das neue 40. Da ist ja auch 40 neue 30, 30 neue 20. Wo führt das hin? Soll ich Studentinnen mit dem Dreirad zur Uni schicken? Und für mich ist eh schwer. Guck mal, alt werden in dem Job ist wirklich nicht einfach. Ich hatte einen Manager, der hat zu mir gesagt, ja, hast du 500 Euro Silikonzuschuss. Ja, ja, ja. Mach mal was für deinen Implantationshintergrund. Gut, habe ich mir die wabbeligen Dinger einsetzen lassen. Er hat ja nicht gesagt, wohin. Und es ist sehr schön geworden, guck. Ja. Ja. Oder? Ja, super. Ja. Und Jungs, keine Angst, es fühlt sich ganz natürlich an. Wirklich. Gut, ich kann natürlich so nicht mehr winken, ne? Das geht nicht mehr, nur noch so. Ne? Naja, es hat auch Vorteile. Guck, im Sommer, wenn es heiß ist, in der U-Bahn oder im Bus, kann ich den Menschen, die unter mir sitzen, ein bisschen Luft zufächeln. Das ist doch schön, ne? Gibt ja Frauen, die können sich mit ihren langen Fingernägeln Luft zufächeln.
Also so, weil sonst kratzen sie sich, ne? Ja, das sind ja solche Teile, oder? Solche Öschis, die lassen sie sich extra anschweißen. Zum Fächeln. Glaube ich. Oder wofür sind die gut? Macht einen das attraktiv? Mal ehrlich, hat schon mal einer der anwesenden Herren beim Anblick einer Frau als allererstes gedacht, oh, geile Fingernägel. Ja? Und Jungs, wie ist das, wenn man mit so einer Frau im Bett ist? Wenn sich diese langen, spitzen Teile zu deinem empfindlichsten, ja, mach ruhig die Hand davor. Ja. Ja. Oder? Möchte man im Bett sein mit Edward mit den scheren Händen? Will man Sex haben und gleichzeitig Beschneidung? Da kriegt man doch eine Direktion, oder nicht? Und trotzdem gibt es Frauen, die rennen lieber zweimal im Monat ins Nagelstudio, statt sich selbst nageln zu lassen. Nein. Statt sich selbst die Nägel zu machen, wollte ich sagen. Ich denke gerade, apropos es sich selbst machen, oder? Ich meine, geht das überhaupt noch? Ja, wie machen die? Ich weiß nicht, benutzen die dafür eine App? Ich habe keine Ahnung. Ich finde, dieser ganze Beauty-Wahn, es ist so schlimm manchmal, oder? Ich sag's auch ehrlich, Mama, habe ich so ein bisschen die Schnauze voll davon. Wirklich, es gibt so Tage, da sagt mir, ach, wisst ihr was, Brandl, heute setzt du dich mal schön in die Ecke und schaust zu, wie dir die Achselhaare wachsen. Ja, entspannt, weißt du. Ich zieh mir auch keine Bauchwerkstrumpfhose mehr für euch an. Nee. Ich hab jetzt Petticoat, weißt du? Da kannst du noch einen Kasten Bier drunter verstecken. Das ist herrlich. Ja, diese Bauchwerk, diese Darmverschlussstrumpfhose, das funktioniert doch nicht. Der Bauch ist ja trotzdem da, du kannst nur nicht atmen. Und es ist sehr schwer, die zu kaufen, weißt du? Du weißt nie, welche Größe du nehmen sollst, die ich habe oder die ich haben will. Da habe ich mir dann gedacht, ach, fragst du die Fachverkäuferin, ne? Wisst ihr, was die zu mir sagt? Die sagt, na, das weiß ich nicht, ich muss sowas nicht tragen. Das ist nett, oder? Nee, das ist nicht nett, nee. Dann habe ich mir selbst geholfen, ich habe das Päckchen einfach umgedreht und da habe ich gesehen, ah, hinten sind so Tabellen drauf, da kannst du nachgucken. Und Leute, da habe ich festgestellt, diese Strumpfhosen gibt es auch in XS. Wieso braucht jemand, der XS trägt, eine Bauchwerkstrumpfhose? Oh, ich habe ein Glas Wasser getrunken. Jetzt ganz schnell die Bauchwerkstrumpfhose. Ne? Also für die Herren unter uns, die nicht wissen, was XS ist. XS ist Kleidergröße 34. Das tragen auch diese Hungerhaken bei Germany's Next Dorftrottel. Und ich persönlich, ich glaube, das sind dieselben Frauen, die bald das neue Eis von Magnum essen werden. Da kommt diese neue Sorte, könnt ihr euch schon freuen. Magnum Magersucht. Super praktisch, du isst erst das Eis, ja, lecker Eis. Und danach geht man sich direkt mit dem Stöckchen in den Hals. Ja, ist ein bisschen eklig, ja. Was kann ich dafür? Du, nicht alles, was neu ist, ist auch schön. Ich finde zum Beispiel sehr, sehr hässlich diese kruckeligen, schwarz-weißen, mosaikartigen Symbole, die jetzt überall drauf gedruckt sind, die du so abscannen kannst mit dem Handy. Piep, ne? QR-Code. Oder? Das ist doch hässlich. Ich muss das auch haben. Der Manager hat gesagt, du brauchst einen QR-Code, Martina. Ich habe gesagt, okay. Aber wenn schon QR-Code, dann bitte an der richtigen Stelle. Ja, ich kann auch tanzen. Mir ein bisschen mehr Reaktion erhofft, aber ist okay. Ich lasse mir einen QR-Code auf den Arsch tätowieren und gehe damit nackt für die Satelliten spazieren. Wenn ich ihn mir dann auf Google Ads ansehe, ist er sicher schon gescannt von der NSA. Und der Link geht dann auf www.arschderwelt.de. Alles wird gepostet, alles wird geteilt. Halt dein Handy ran, dann wirst du verlinkt. Ziehst dir rein auf YouTube, gib mir ein Like. Dann siehst du, wie mein Hintern dir auf Facebook winkt. Ich hab keine Zeit, meine Mutter zu besuchen. Ich schreibe lieber einen Blog über Butterkuchen. Statt dass ich einen russischen Kuchen zupf, schicke ich hier eine Suchanfrage über Google Hupf. Backen, 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 backen. Alle haben WhatsApp, Models haben eine Kotz-App.
das ist Finstermann. Schau bei Instagram die Fotos vom Essen, dass sie vergessen zu essen an. Ey, lass mir ein QR-Code auf den Arsch tätowieren. Geh damit nackt für die Satelliten spazieren. Wenn ich ihn mir dann auf Google Ads ansehe, ist er sicher schon gescannt von der NSA. Und der Link geht dann auf www.arschderwelt.de. Wenn ich draußen laufen gehe, dann teile ich das auf Twitter. Film mir selber in den Schritt, zeige, wie ich zitter. Der Clip wird schocken, haut dich von den Socken. Ich werd blocken, wie meine Glocken beim Joggen rocken. Egal, was ich tue, ich bin immer online. Ich nehm Handy auch mit ins Schlafzimmer rein. Vom Bett aus kann ich Fotos auf Facebook schicken. Und während wir ficken, dreimal gefällt mir klicken. Klick, klick, klick. Ey, lass mir ein QR-Code auf den Arsch tätowieren. Geh damit nackt für die Satelliten spazieren. Wenn ich ihn mir dann auf Google Ads ansehe, ist er sicher schon gescannt von der NSA. Und der Link geht dann auf www.arschderwelt.de. Ich baue eine neue App für den technischen Fortschritt. Lass ich dann einen Furz, kriegt es jeder sofort mit. Er erklingt, wird verlinkt und dann riechst du übers Handy, wie er stinkt. Dankeschön. Ich liebe euch.